Moin Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde Fallout 4. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht? Das letzte Mal waren wir in einem Vault unterwegs und haben Nick Valentine gerettet. Das war der Typ, den wir befreien mussten. Das war der Detektiv. Und ja, jetzt machen wir weiter mit einer Nebenquest. Und ich habe mich für diese Shroud Silver entschieden. Sprich mit Ken Coloni. Und da gehen wir jetzt hin. Silver Shroud Radio. Oh, zerrissener Brief. Können wir das eigentlich lesen? Was war denn das für ein zerrissener Brief? Diverses. Da ist es. Lesen. Du weißt, wie sehr du mir fehlst. Falls dein Schlüssel feststeht, sei vorbereitet. Toll. Das ist sehr hilfreich. Ich glaube, hier in der Mitte habe ich mal gelesen. Soll es einen Boss geben, kann das sein? Genau, hier ist ein Boss. Dieser Sworn ist ein Boss. Oh, wollen wir den mal angreifen, Leute? Wir greifen den mal an. Ich habe einfach mal schnell gespeichert und nicht möchten Kampf, aber Strong nie verlieren. Okay. Gegen den haben wir mal keine Chance. Oh, oh, oh. Oh, hat ihn geschossen. Gegen den haben wir mal so überhaupt keine Chance. So, dass man daneben schießt. Okay. Ja, ich habe schon eingesehen. Ja, da brauchst du auf jeden Fall einen Anzug und so weiter. Und ich denke, da brauchst du auch irgendwie Firepower. Firepower. Ja, ich wollte ja nur mal sehen, wie ihr. Machen wir lieber weiter. So, hier waren wir ja eigentlich schon mal. Den wollen wir eigentlich nicht töten. Wow. Warum geht denn da die FPS so niedrig? Hallo, ist da wer? Ich habe übrigens überhaupt keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich lasse mich sozusagen überraschen, was hier passiert. Hey, warte, zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Versicherung? Ich höre. Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Hey, immer mit der Ruhe. Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße
Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Oh. Wieso musstest du sowas sagen, hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Mir geht's gut. Danke, dass du dich um ihn gekümmert hast. Gut. Bitte lass diesen kleinen Vorfall nicht deinen Eindruck von unserer Stadt vermiesen. Good Neighbor ist aus dem Volk, für das Volk, verstehst du? Jeder ist hier willkommen. Ja, verstehe schon. Gut. Wenn du cool bleibst, wirst du dich hier ganz schnell einleben. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Strong sein lang. Na super. Strong wollen was töten. Strong wollen ja, was töten. Hallo. Willkommen zu Hause. Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Mhm. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Anstatt. Aha. Patronen, was haben wir denn? Flammenwerfer, nett. Oh, Scharfschützengewehr. Powerrüstung bestellen. Oh. Ja, jetzt nichts Besonderes. Nö. Brauchst du ein Dach über dem Kopf? Dann versuch's mal im Hotel Rexford. Warst du schon mal im Kill or Be Killed? Hallo. Hab gehört, dass du den Freedom Trail langmarschiert hast. Hi. Neues Gesicht in meinem Laden. Und du schreist bislang noch nicht. Sehr höflich von dir. Lass es mich wissen, wenn du was findest, das dich interessiert. Hast du da gerade was von Leuten gesagt, die dich anschreien? Ganz richtig. Einige der Fremden, die hierher kommen, haben noch nie vorher einen Ghoul gesehen. Ich glaube, die kommen einfach nicht mit meiner freundlichen Ausstrahlung klar. Also, brauchst du ein paar Vorräte? Hast du Arbeit für mich? Ja, habe ich. In der alten Stadtbibliothek Bostons haben sich Supermutanten festgesetzt. Ich habe schöne Erinnerungen an den Ort aus der Zeit, als ich noch klein war. Und ein Mensch. Vertreib diese Monster von dort, dann zahle ich dir 200 Kronkorken. Ui, nett. Abgemacht, Daisy. Danke. Hey, wenn du schon mal da bist, könntest du für mich dieses Buch zurückbringen? Ich habe es aus der Bibliothek. Frag lieber nicht, wie lange es schon überfällig ist. Ja. Oh. Ja, das hat jetzt meinem Begleiter natürlich nicht so toll gefallen. Ja. War jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Kampf gegen Supermutanten zu gehen. Schleppst ja einiges mit dir rum. Verkauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir wer klaut. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. Oh, es gibt wieder 1000 Dinge. Ach, du je. Es ist wieder eine riesige Stadt, ey. Falls du dich gefragt hast, das Signal von Diamond City Radio ist in Good Neighbor super zu empfangen. Und dieser Travis, der ist echt gut geworden. Hey. Hab gehört, dass du diesen Rex Goodman vor den Supermutanten gerettet hast. Es gibt wieder genug zu tun hier. Ja, ist trocken, stehe ich. Lagerhaus. Die Hölle der Erinnerung. Wie gesagt, ich hab's ja schon mal gesagt. Ich bin nicht so ein Fan von diesen Städten.
Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Irma. Und, gefällt es dir in Good Neighbor? Ist eine irre Stadt, was? Die Memo-Sessel sind empfindliche technische Geräte. Bitte, lehn dich nicht dagegen, spring nicht drauf oder tritt sie. Ja, warum soll ich denn hier rein? Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Hä? Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Das Schloss lässt sich nicht knacken. Aha. Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Hast du die Erinnerungskapsel hochgeladen? Oh, du bist nicht Irma. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Ja, richtig. Ist schlimm da draußen. Es ist schwer an den guten Tagen, aber jetzt... Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Ich war lange im Kryoschlaf. Bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann, das ist irre! Du bist wie Mr. Abominable aus Folge 83. War er nicht ein Höhlenmensch? Ja, ganz genau. Er wurde in einem Eisberg vor dem Hafen gefunden. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Sieht so aus, als würden sich die Menschen langsam vom Atomkrieg erholen. An manchen Orten ja. In Diamond City zum Beispiel. Aber hier gibt's noch eine Menge zu tun. Ich hätte mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Schön für dich. Schön, dass du versuchst, die Welt zu verbessern. Ich muss einfach etwas machen, weißt du? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Ach, komm. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Ach je. Also wie gesagt, mit... Aufträgen, wenn wir hier zugemüllt. Gerade auch hier, allein in dieser Stadt, denke ich mal, kriegst du wieder so viele Aufträge. Hey Leute, kommt mal her. Lasst uns ein bisschen reden. Ein bisschen labern. So, ich weiß gar nicht, wo wir noch reingehen wollen. Wollen wir in das Hotel nochmal rein? Dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Oh nee. Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit... Nee, wir lassen's. Wir gehen mal raus. Wir haben ja genug Nebenmissionen, also. Okay. Wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja. Was wirklich wichtig ist. Wir Freaks müssen zusammen... Wir besorgen jetzt dieses Silver Shroud Kostüm. Und wir töten die Supermutanten. Die 200 Kronen nehmen wir mit. Kronkorken, Kronen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so weit zum Laufen. Und dann sind wir natürlich noch auf der Suche nach der letzten fetten Fraktion, ne? Die fehlt ja eigentlich auch noch, ne?
Wir haben die Minutemen, wir haben die Railroad. Stimmt, eine vierte Fraktion würde noch fehlen. So, wo ist die? Hier. Unsere Stadtbibliothek. Was ist sehr nah? Beides ein ganzes Stück weit weg. Ich muss sagen, ich bin ja lieber ein bisschen im Offenen unterwegs. Fällt mir fast etwas mehr als hier in dieser Stadt. Also demnächst gehen wir auch wieder mal nach draußen. Mal wieder was anderes sehen. Haben wir doch schon. Hapix Comic. Kronkorken, Patron. Wir brauchen Sachen. Wir nehmen. Kohle, Kohle. Das alles? Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Wer? Gewollt. Dich zeigen, Strom dich finden. Hoch, 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 hoch. Muss mal besser kämpfen. Das sind noch welche. Jede Menge sogar noch. Der hat schon mal hinter sich. Ui. Jungles der Mondaffe. Wir haben Jungles gefunden, Leute. Ah. Hallo? Alle Gute bitte. Alle Ghule bitte nach draußen. 1, 2, 3, 4. Ghule, versteck dich. Überall Zeug. Menschen nennen Unordnung. Zeit zum Sterben.
Ach, die sind einfach nur noch nervig, diese Ghule. First Aid. Zeuge des Geschäftsführers? No. Ich weiß nicht, warum man das lesen sollte, ne? Sieger. Komm, geh weg. Wo? Du hauen gar nichts, würde ich sagen. Ach, komm! Hoch! Ich kann weg. Wie schön. Nicht mehr hängen deine Eingeweide um den Hals. Patrone Kyogranate. Was habe ich jetzt davon, dass ich das Ding aufgeschlossen habe? Teilweise verstehe ich. Alter Ort, Staub und Dreck. Ja, geh mal weg da. Bleib da! So soll der Meer aussehen. So, Kronkorken. Schwarze Lockenperücke. Menschenschrott ist nicht nutzlos. Di. Komm. Na also. Oh. Nett. Psycho nehmen. Weg. Cool. Schmalzlockenperücke, Taube, Trafokexel. Ach, das ist doch Schrott alles. Gut, dann würde ich sagen, Leute, machen wir hier mal eine kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht zur nächsten Quest. Ich denke mal, ich werde dann wieder Hauptmission machen. Die Bibliothek möchte ich noch mitmachen. Und dann geht's weiter mit der Hauptquest.
Ich hoffe, das Ganze gefällt euch immer noch. Ich freue mich über euer Feedback. Schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Blugraum.